Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so eine kleine, coole Entdeckung präsentieren, ähnlich wie das Penicillin, die ich letztens gemacht habe. Und zwar bin ich hier auf meinem Twinkchar, der ist Stufe 103. Und ich habe was entdeckt, ja, es gibt quasi nicht nur Nerfs in Patch 8.0 für XP, sondern es gibt auch hier schicke Buffs. Und zwar habe ich nämlich was entdeckt, das möchte ich euch zeigen. Wir fliegen nämlich jetzt hier mal zu einem der Schätze. Und zwar, was haben wir denn hier? Hier können wir was aufmachen. Und ihr seht, Stufe 38, ich krieg 38.000 EP von dem Schatz und kann dementsprechend über die Warlords of Draenor Schätze weiter den Char hochleveln. Jetzt mag der eine oder andere sagen, du bist über 98, mach doch Invasionen, geht viel schneller. Ich sag mal so, die Invasionen, die sind erstmal nicht immer ab. Und außerdem ist es so, wenn ihr hier 38.000 EP pro Schatz kriegt und ich brauche, was sind es, 675.000 und rechne das geteilt durch 38.000, dann seht ihr, brauche ich lediglich 17 Schätze, um ein Level aufzusteigen. Und ihr wisst ja, die Schätze liegen hier ziemlich nah beieinander, also 17 Schätze aufzumachen, das geht sogar schneller als eine Invasion, darüber weiter zu leveln. Ich habe das mit dem Paladin geguckt gehabt. Und zwar habe ich mit dem Paladin, der auf Allianz ist, das Schattenmontal, Talador, Gorgrond, Spitzen von Arung Narak, hier Nagran durchgelevelt und der ist fast 63. Ich habe noch zwei Gebiete offen, also in Tannenschung und Forstfeuer gerade. Ich schätze, zwei Gebiete sind ja über zwei Level, also auf 100, 500, ja, vielleicht sogar mehr, je nachdem. Also auf 105 müsste ich auf jeden Fall kommen. Heißt, man kann damit relativ zügig nochmal ein paar mehr Level machen. Das ist jetzt ganz nett. Ja, net to know. Davor war es so, dass man quasi diese Schätze bis Level 100 haben sie EP gebracht. Also sobald man 101 gehittet ist, haben sie so gut wie keine EP mehr gebracht. Und es hat sich quasi nicht mehr rentiert. Und jetzt kann man das Ganze weitermachen. Das ist jetzt aber noch nicht ganz das Coole an der Geschichte. Es ist das Nette für den einen oder anderen Leveler, der sagt, okay, ich gehe zwar, wenn ich 98 bin, sobald eine Invasion ist, quasi einmal hier rüber nach Legion, macht die Invasion, dann gehe ich aber zurück und bastel hier das durch, weil es geht definitiv schneller als alles andere. Ich glaube, für eine Quest auf dem Level kriegst du irgendwie 15.000, 16.000 EP und hier machst du ein Ding auf, kriegst 38.000. Gut, ich bin erholt, deswegen kriegst du Doppelte, sonst ist es die Hälfte. Aber wenn man den Twink jetzt nicht ganz so oft spielt, ist der eigentlich immer erholt. Und dann würde sogar das Ganze, wenn man das hier macht, in Draenor noch mehr EP bringen. Dann mit meinem Paladin, der jetzt fast 103 ist, der wie gesagt 1, 2, 3, 4, 5 Gebiete gemacht hat, zwei noch offen hat, habe ich das ohne den Erholt-Bonus gemacht. Heißt, mit Erholt-Bonus müsste man eigentlich, wenn man hier Draenor durchmacht, Stufe 110 sein. Ja? Also sprich, man müsste damit auf 110 kommen, ohne dass man irgendwie nach Legion rüber muss. So viel dazu. Ich habe auch schon getestet, die Bonusziele skalieren leider nicht. So, das ist jetzt das Erste, was fürs Leveln vielleicht ganz praktisch ist. Dann habe ich mich gefragt, warte mal, wenn diese Scaling-Grenze aufgehoben haben, dass man quasi ab 100 keine EP mehr kriegt, beziehungsweise, ja, dass man es weitermachen kann, haben die es dann überhaupt irgendwo eine Grenze eingeführt? Und dann dachte ich mir, gut, komm, packst du mal deine Sachen, gehst du mal auf den Beta-Server. Und tada, so sind wir auf dem Beta-Server und ich sehe, ich bin 110 mit dem Char und der hat hier auch schon ein wenig was an EP erwirtschaftet. Und jetzt, ja, gammeln wir hier quasi rum. Und ich dachte mir, komm, jetzt schaust du mal, wie das hier auf dem Beta-Server ist und teste das mal ein bisschen, ob man da auch noch weiter EP kriegt. Kann ich theoretisch mit diesen Bonus-Dingern hier auf 120 hochleveln. Dann machen wir hier mal eins auf und schauen mal. Oh, ich krieg 24.000 EP. Warum sind es nicht die 38.000? Und zwar kann ich euch das vorrechnen. Ich habe jetzt hier 24.700 gekriegt. Das teilen wir durch 100. Schöner Dreisatz. Also alle, die noch in der Schule sind, mal
aufpassen und ich habe nämlich mein Account-Key hier nicht an, mit dem Java, wenn man auf dem Beta-Server keinen Account-Key hat und kann das quasi multiplizieren mal die 155%, die man bekommt, wenn man alle Account-Key-Items anhat. Und da sind unsere 38.000, die wir vorher hatten. Natürlich mag der eine oder andere sagen, ja, das Account-Key geht nur bis 110, das ist durchaus richtig und man wird es wahrscheinlich erst im Laufe von Battle for Azeroth einmal upgraden können, dann dementsprechend auf 120. Heißt, im Umkehrschluss aber, ihr könnt mit diesen Bonus-Objectives, wenn ihr sie noch nicht gemacht habt, die könnt ihr nur einmal aufheben. Also sprich, wenn ihr dadurch bereits gelevelt hattet und die alle aufgebraucht habt, könnt ihr natürlich nicht mehr leveln. Aber Twinks und vor allem DHs, denke ich mal, werden die noch haben, müsste man es damit schaffen, relativ zügig auch auf 120 zu leveln. Denn die EP, die ihr benötigt, geht nicht krass nach oben. Seht hier, ich brauche 717.000 EP von 100 auf 101. Und wenn wir jetzt hier nochmal switchen auf den Char, der braucht 675 ist 103, also sprich, innerhalb von 7 Level sind es gerade mal ein paar K, die man mehr braucht. Also es geht nicht steil hoch, es ist nicht so, dass man auf einmal mit 105 das Dreifache an EP oder das Doppelte braucht, sondern es sind immer nur ein paar Prozent mehr, die man mit jedem Level braucht. Also sprich, wird das Ganze hier noch sehr, sehr effektiv sein. Ich konnte jetzt leider nicht testen, ob es irgendwo ein Cap geben sollte, dann ab 100, 200, nee, 112, 113 oder irgendwo, weil ich einfach keinen Char habe, der so hoch ist. Solltet ihr einen Char auf dem Beta-Server rumliegen habt, testet das gerne mal. Ich gehe nicht davon aus, wenn sie das alte Cap aufgehoben haben, das bei 100 lag, dann werden die jetzt für so ein Stuff nicht irgendwo wahllos mitten eins reinmachen. Gehe ich zumindest davon aus. Ich will euch nicht raten, dass ihr euren ersten Char, falls ihr das hier noch offen habt, mit dem schnell hochzieht, sondern spielt die Quest. Ihr werdet wahrscheinlich eh den Ruf brauchen und diese Geschichte. Das ist was, wenn ihr einen zweiten, dritten Char einfach nur schnell auf 120 bomben wollt, wegen was auch immer, vielleicht auch diesen Missionstisch. Ich weiß auch noch nicht hundertprozentig, ob man den dann auch bekommen kann, beziehungsweise vielleicht ab einem bestimmten Punkt bekommen kann, ohne irgendwelche Vorvoraussetzungen erfüllen zu müssen. Und dann lohnt sich es vielleicht schnell, einen Char auf 120 zu haben. Genau, das ist soweit das, was ich euch zeigen wollte. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Werdet ihr darüber leveln? Werdet ihr es vielleicht in einer gewissen Weise ausnutzen? Das würde mich mal interessieren. Und ja, sonst sind wir eigentlich soweit durch. Übrigens, ich habe auch ein bisschen geguckt auf dem Beta-Server. Für eine normale Quest hast du 20.000 gekriegt und für so eine Laufe da und dahin 8.000 EP. Also sprich, liegen wir mit den EP-Werten, die wir hier bei den einzelnen Teilen kriegen, relativ gut. Und ich nehme auch an, sollte man wirklich alles hier offen haben, kann man bestimmt von 110 auf 120 mitkommen. Und im Groben brauche ich eigentlich immer für das Ganze 3 Stunden im Schnitt, also quasi von 90 auf 110, von 90 auf 100 quasi, wird man wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen, weil man dann wahrscheinlich die im Tannendschungel auch mitnehmen muss, weil es ja doch ein paar Prozent mehr EP sind. Und denk mal so, 4 Stunden sind realistisch, falls ihr da nichts dran fixen und falls es nicht irgendwo ein Cap gibt, wo man quasi dann an eine Grenze stößt, wo man nicht mehr weiter basteln kann. Gut, das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, der ein oder andere konnte damit was anfangen. Und ja, alles, was ich gefragt habe, packt es mir einfach in die Kommentare. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao. So, noch ein kleiner Nachtrag. Und zwar gibt es ja in Mist of Pandaria auch ein paar Schätze, die man aufmachen kann. Und ich wollte gucken, ob Blizzard da auch was verändert hat. Und ja, die einfach einmal aufmachen. Und ich würde sagen, wir gucken mal. Und was kriege ich jetzt an EP? 41.000 EP habe ich hier so gekriegt, ohne dieses Dings Gear. Also sprich, ohne dieses Account Gear. Das heißt, man kann hier einmal in Warlords of Draenor plus Mist of Pandaria die Schätze aufmachen und bekommt da relativ gute Erfahrung. In MOP, wie ihr seht, sogar noch mehr Erfahrung als in WoD. Wenn wir das jetzt auch einmal nochmal hochrechnen würden, die 41.000, die ich hier bekommen habe, geteilt durch 100 mal die 155, dann wären das sogar 63.000. Und ich denke mal, da kommt man sonst sehr, 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 sehr schwer hin. Also das ist schon ein recht guter Wert. Und ja, wie gesagt, die Schätze könnt ihr anscheinend aufmachen von Stufe 90 an, beziehungsweise die hier schon ab Stufe 80. Und dann anscheinend ungecapped, zumindest der Stand, wie es jetzt auf dem Beta-Server noch ist. Zur kleinen Info, dass ihr das Ganze angezeigt bekommt, solltet ihr euch vielleicht zwei Addons laden, und zwar
ist das Handy Notes und dann braucht ihr für die jeweiligen, ja, für die jeweiligen Gebiete dann nochmal extra Add-ons. Hier für Pandaria, ihr seht, hier sind dann diese Schätze, sind Handy Notes Pandaria Treasures, dass sie es nur rausbringen. Und für Draenor, dass ihr diese ganzen Schätze seht. Und ja, Draenor sind viele Schätze. Das ist dann Handy Notes Draenor Treasures. Ja, eigentlich relativ simpel. So, ich wollte jetzt hier noch ein zweites probieren. Deswegen bin ich jetzt hier nochmal rumgeflogen. Nicht, dass das eine ein Zufallsfund ist. Das habe ich jetzt gerade hier nochmal, ja, quasi das Ganze live nochmal geguckt, weil mir das gerade nochmal eingefallen ist, dass ich das andere Video beendet habe. Hier haben wir nämlich noch eins, das machen wir jetzt auch nochmal auf und gucken mal. Hier kriege ich sogar so schon 75.000, ne? Also sprich, können wir das auch nochmal hochrechnen. Ich rechne es immer hoch, wenn ihr dann auch noch, ups, jetzt ich habe es verkackt hier. 75, naja gut, die 800 unterschlagen wir jetzt mal. Dann wären das, wenn ihr das Account hier an hättet, ne, das kann man dann wie gesagt am Anfang, wären das 100.000 EP. Und ich, naja, für einmal looten 100k ist halt, ne, ich glaube, dazu braucht man nicht viel sagen, ja. Wenn ihr ein DH-Main seid oder jemand, der diese Sachen hier nie mitgenommen hat, ja, dann kann man das relativ schnell und easy alles weglooten. Die Dinger sind relativ nahe beieinander. Zum Beispiel haben wir hier das nächste aufmachen, zack. Wieder 41.000 EP. Also ich weiß nicht, da gibt es glaube ich nicht viel zu meckern, ja. Über diese Rate. Also alleine auch ohne Bonis. Warte, kann ich das jetzt hier nicht inter. Doch, ich möchte es freigeben. Auch ohne Bonis. Alleine der Weg von hier nach hier waren jetzt 100.000 EP. Ich brauche auf 71 700.000. Also ich glaube, jedem dürfte einleuchten, dass das reinhaut, ja. Gut, das war es jetzt aber wirklich von dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wie gesagt, alle Gedanken dazu in die Kommentare schmeißen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.